Das Thema heute ist Barracuda Cloud Gen WAN. Ist ein ganz neues Produkt, ist kein Produkt, was irgendwas ersetzt. Also wird auch keine Cloud Gen Firewall ersetzen, vielleicht erweitern. Aber gehen wir erstmal kurz in PowerPoint-Slides rein. Und zwar die Evolution. Wir haben schon oft über die Evolution von Firewalls geredet, von Security. Aber jetzt reden wir über die Evolution vom Wide Area Network. Und zwar ging es an mit dem Legacy WAN Connectivity. Man kennt es unter zum Beispiel MPLS-Standleitungen. Gab es schon immer, wird es immer geben, hat halt gewisse Nachteile. A, es ist halt sehr teuer. Es ist nicht flexibel. Meistens kauft man sich so einen Vertrag oder mietet einen Vertrag für 5 Jahre, hat dann 20 Megabit für 5 Jahre fix. Ja, man kann upscalen, das heißt, man kann mehr Bandbreite beantragen, aber Downscaling geht meistens nicht. Also die wenigsten Provider machen das mit, dass man sagt, ich möchte bitte für den nächsten Monat weniger Bandbreite zur Verfügung haben und weniger bezahlen. Danach kam dann Appliance-Based SD-WAN. Und SD-WAN, Appliance-Based, macht die Barracuda schon seit dem letzten Jahrtausend. Und zwar hatten wir damals 1999 ein Protokoll bekannt gegeben und entwickelt, das hieß TINA. TINA ist ein VPN-Protokoll, was auf TCP oder UDP basiert. Das heißt, es macht es sehr einfach zu routen, auch gerade in die Cloud. Was uns direkt zum nächsten Punkt bringt, Cloud-Based Secure SD-WAN. Mit dem Protokoll TINA ist es sehr einfach, in die Cloud zu kommen. Die Cloud leitet einfach TCP und UDP weiter. IPsec, das Standard-VPN-Protokoll, ist schwierig in die Cloud zu bringen. Dafür haben wir TINA. Ein weiterer Vorteil von TINA in dem Umfeld, oder auch Traffic Intelligence genannt, ist, dass wir mit mehreren Providern parallel arbeiten können. Das heißt, wenn wir jetzt 2 Provider haben oder 4 oder 10 oder bis zu 24 Providern, unsere ISPs, können wir die parallel nutzen. Und zwar können wir damit so und so viele parallele VPN-Tunnel spannen. Das bringt uns mehr Verfügbarkeit und mehr Bandbreite. Der Vorteil hier mit Barracuda ist ebenfalls, dass wir Latenzmessungen machen können. Wir können Latenzen und Bandbreiten messen und können dann definieren, welcher Traffic wohin gehen soll. Gerade Latenz ist ein sehr großes Thema heutzutage. Microsoft gibt auch sehr, sehr starke Vorgaben, wie viel oder wie wenig Latenz man haben muss, um sauber mit Office 365 arbeiten zu können. Und das können wir mit den Cloud-Based Secure SD-WAN-Lösungen schon mal garantieren. Aber neues Stichwort ist SASE, Secure Access Service Edge. Das heißt, es geht alles in die Cloud. Das heißt, Daten sowie auch Security-Entscheidungen etc. Es geht alles immer in die Cloud. Schön und gut, das können wir auch. Aber ich werde darauf eingehen, wie und was genau wir dort machen. Wir machen ein paar andere Lösungen oder wir machen SASE mit gewissen Erweiterungen. Wenn wir über Cloud Gen WAN reden, reden wir heute prinzipiell über die Azure Cloud. Und die Azure Cloud baut auf dem Microsoft Global Network auf. Das Microsoft Global Network ist ein privates Netzwerk von Microsoft. Also Microsoft hat dort mehr als 130.000 Glasfaserkabel, 130.000 Meilen, Kilometer Meilen, nein, 130.000 Meilen, Entschuldigung, Glasfaserkabel um die Welt herumgelegt. Was auch spannend hier ist, die Bandbreite, die hier zur Verfügung steht, in diesem Backbone, in dem Microsoft Global Network. In einer Region haben wir zwischen Data Centers 1,6 Petabit pro Sekunde. 1,6 Petabit, das ist 16 Nullen. Da kann man sich selbst bei den Nullen schon verschreiben. Aber wir haben auf jeden Fall enorm viel Bandbreite zur Verfügung. Wie kommen wir jetzt in dieses globale Netzwerk von Microsoft? Da gibt es einen Weg mit Virtual WAN. Über Virtual WAN habe ich schon vor 2, 3 Jahren gesprochen, auch auf unserer Tech-Konferenz in Alpbach. Aber die Nachteile von Virtual WAN werde ich gleich aufzeigen. Also mit Virtual WAN und dem Azure Virtual Hub, einem Hub in der Cloud, können wir uns zu diesem globalen Netzwerk verbinden. Und das wäre der schnellste Weg in die Cloud selber. Und der Vorteil ist, die Microsoft Global Cloud. Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche. Mein Hund ist gerade am Trinken. Ich bin nicht in der öffentlichen Toilette. Also, der schnellste Weg in die Cloud ist mit VPN. Und der Vorteil hier ist, die Cloud ist komplett privat. Das heißt, ein privates Netzwerk.
Das heißt auch, dass wir da keinen Anteil an dem globalen Internet haben. Hat einen gewissen Vorteil. Da, sagen wir mal zum Beispiel, wenn jetzt Apple ein neues iOS-Release rausbringt. Es gibt ja doch sehr viele iOS-Devices, das heißt iPad, iPhones, you name it. Und die typischen Apple-Jünger, ich gehörte auch mal dazu, die aktualisieren durchgehend, ob da ein neues Release verfügbar sein sollte, verfügbar ist. Und wenn das dann so ist, dann laden auf einmal hunderttausende, Millionen Leute mal spontan dieses Update runter. Das heißt, man sieht dann einen Anstieg der Latenz in der Public Cloud. Man sieht eine Reduktion der Bandbreite in der Public Cloud. Das kann nur auf DNS-Basis passieren, aber man merkt es auf jeden Fall. In dem Microsoft Global Network eben nicht, weil das ein komplett privates Netzwerk ist. Das heißt, wenn mal wieder irgendwelche Angriffe auf DNS-Server in der Public Cloud passieren, ist das im Microsoft Global Network egal, weil es eine private Cloud ist. Hat des Weiteren den großen Vorteil, man kann das Ganze dynamisch sizen. Ich habe vorhin erwähnt, dass man bei den Legacy-Anbindungen für 5 Jahre Bandbreite kauft. Das kann man hier dynamisch gestalten. Man kann definieren, ich möchte heute mal 10 Gigabit haben als Backbone und 10 Gigabit als Backbone ist eine Menge. Wenn wir überlegen, ein 10 Gigabit MPLS-Netzwerk weltweit kostet ein Vermögen. Aber hier können wir definieren, ich möchte 10 Gigabit Bandbreite in dem Backbone haben für, sagen wir, für heute. Und morgen habe ich irgendwie Wochenende oder Sommerferien, bitte reduzieren auf 1 Megabit oder 1 Gigabit. Also wir können dynamisch gestalten, wie viel Bandbreite wir haben wollen. Also Sommerferien um 1 Gigabit und beim Black Friday können wir sogar hochgehen bis auf 40 oder 50 Gigabit Durchsatz. Allein die Vorstellung einer 50 Gigabit MPLS-Anbindung ist immens. Und das Ganze auch global verteilt. Also wir können definieren, dass wir von Europa nach Amerika einen Durchsatz von 50 Gigabit haben. Einen privaten Durchsatz. Wie gesagt, das Microsoft Global Network ist eine private Angelegenheit. Also können wir hier ein sogenanntes Pay-as-you-go-WAN definieren. Wir zahlen quasi nur für das, was wir nutzen wollen. Ich muss nicht fest jeden Monat Betrag X zahlen. Nein, ich zahle für den Monat, sagen wir, Juli einen gewissen Betrag und dann im August mehr oder weniger. Nur nach dem, was ich nutzen möchte. Es eignet sich also quasi super als MPLS-Replacement. Virtual WAN machen wir schon ein bisschen länger. Ich habe es das erste Mal in Alpbach bei unserer Tech-Konferenz 2018 vorgestellt. Das war mit der CloudGen Firewall. Damals gab es einen Nachteil, und zwar konnten wir damals nur mit einem ISP arbeiten. Also nur eine Verbindung in die Cloud mit einem Provider machen. Das Ganze ging auch nur bei einer Standalone-Appliance. Also ein zentral gemanagtes Firewall-Konstrukt konnte nicht genutzt werden. Also wirklich nur Single-Boxes. Problem war auch, nein, nicht Problem, aber es war einfach nervig und anstrengend, dass man die ganze Sache noch in der Cloud manuell konfigurieren musste. Man musste manuell konfigurieren, dass die Firewall, die jetzt per IPsec reinkommen möchte, bitte zu diesem VPN-Gateway in der Cloud verbunden wird. Problem ist auch kein SD-WAN. Wir haben hier nur IPsec gemacht und für SD-WAN muss man halt Hoheit von beiden Seiten sein. Von der Branch Office Device und von dem Cloud VPN Gateway. Aber das Cloud VPN Gateway war Microsoft. Also konnten wir dort kein SD-WAN betreiben. Also SD-WAN meine ich Latenzmessung und Bandbreitenmessung. Im Jahre 2019 habe ich wieder auf der Gipfelkonferenz gestanden, auf der Tech-Konferenz, und habe dann über Virtual WAN 2019 geredet. Und zwar konnten wir damals mit bis zu 4 Providern arbeiten, haben damit mehr Verfügbarkeit und mehr Bandbreite. Wir sind übrigens noch die Einzigen, immer noch die Einzigen, die das nur können, mit 4 ISPs arbeiten. Citrix zum Beispiel kann auch mit mehreren ISPs arbeiten, wobei das Limit da bei 2 ISPs liegt. Wir haben dann die Möglichkeit, Routing-Based Load Balancing zu betreiben, also mehr Bandbreite. Das Ganze kann zentral oder standalone sein. Also in einer Single-Box ist möglich, aber auch wenn man mehrere Boxen zentral verwaltet mit dem Barracuda Control Center, ist das möglich. Und der Vorteil bei dem Control Center ist, wir können da mit sogenannten Repositories arbeiten. Das heißt, was wir auf dem Screenshot sehen, sind die Einträge, die wir machen müssen, um Teil von dem Virtual WAN zu sein. Das ist ein sogenannter Service Principle. Wenn die Sachen ins Repository eintrage und meine ganzen Firewalls, die ich mit dem Control Center Manager daran binde, dann sind all die Firewalls, die im Control Center sind, automatisch Teil vom Virtual WAN. Das Schöne ist,
Dort wird automatisch ein VPN-Tunnel aufgebaut, beziehungsweise die zwei VPN-Tunnel für Hochverfügbarkeit pro Provider. Das heißt, für einen Provider hat man immer automatisch zwei IPsec IKE-Version 2 Tunnel. Und das Routing wird per BGP automatisch gestaltet. Da muss man sich um gar nichts kümmern. Das kommt komplett automatisch. Aber IPsec, die Cloud Jump Firewall als Branch Device, Microsoft VPN Gateway als Hub Device, als Central Device, also immer noch kein SD-WAN. Dann Tech Summit 2019. Haben wir zwischen mehreren Drinks, Bieren, Schnäpsen und Reden und Vorträgen, die wir hatten in Altbach auf dem Tech Summit, eine Idee gehabt. Und zwar war die Idee damals Tina in the Sky. Und daraus ist dann das Projekt Tesseract entstanden. Das Projekt Tesseract, Tesseract ist nur ein interner Name für das Cloud Gen WAN Projekt. Aus Projekt Tesseract ist dann Cloud Gen WAN geworden. Cloud Gen WAN ist ein Produkt, was im Juli vorgestellt worden ist, announced worden, aber nicht von Barracuda. Das Announcement selber wurde von Microsoft gemacht, auf der Inspire, auf der großen Microsoft-Messe, die diesmal nur virtuell war. Was eigentlich unüblich für uns ist. Also meistens stellen wir unser Produkt vor, der Klaus Gehry, der General Manager von der Cloud Gen Firewall, steht auf der Bühne und präsentiert unser neues Produkt. War hier nicht der Fall. Hier war Rashmi, eine Produktmanagerin von Microsoft, auf der Bühne und hat unser Produkt vorgestellt, was ich persönlich äußerst charmant fand. Das Ganze sieht dann technologisch so aus. Wir haben in der Mitte unser Azure Virtual WAN. Hier haben wir einen Virtual WAN Hub Router und hier ein VPN Gateway. Über das Gateway habe ich vorher schon gesprochen in Bezug auf IPsec. Cloud Gen Firewall kann sich zu dem VPN Gateway verbinden. Und hier haben wir jetzt auch Cloud Native, also wirklich in der Cloud, man bezieht es auch bei Microsoft, das Barracuda NVA, Network Virtual Appliance. Das ist quasi die Barracuda Cloud Appliance, nennen wir es mal, im Virtual WAN Hub, im Virtual WAN. Und jetzt können die SD-WAN Connections von den Barracuda Branch Sites erfolgen. Das heißt, wir haben jetzt hier Cloud Gen WAN Sites, Branch Devices, die SD-WAN auf die Barracuda NVA machen können. Das heißt, wir haben jetzt hier unser Protokoll namens Tina. Sprich, wir können bis zu 24 Tunnel aufbauen, Tina-Tunnel. Wir können Latenzmessungen machen, wir können Bandbreitenmessungen machen und wir können definieren, welche Applikation wo lang gehen soll. Dass zum Beispiel Voice over IP immer über den Transport, den Tunnel, mit der kleinsten Latenz gehen soll. Die Use Cases dafür, wie vorhin schon erwähnt, MPLS Replacement, dass man halt eventuell gerade das globale MPLS erweitern kann oder sogar ersetzen kann. Dann Azure Connectivity und SaaS Optimization. Also den einfachen Weg in die Cloud und seine Software-as-a-Service-Applikation zu optimieren. Und wenn man möchte, halt SD-WAN in eine existierende Sicherheitsumgebung, Infrastruktur anzumitten. Oder eine All-in-One-Secure SD-WAN-Deployment. Wie sieht das Ganze alles aus? Als MPLS-Replacement, wir haben jetzt hier die Virtual WANs, mehrere, und zwar global verteilt. Eins in APAC, EMEA, US West, US East und US West. Und hier wird jetzt über das globale Netzwerk, können wir Verbindungen aufbauen. Wir haben hier die kleinen WANs, sind die Cloud Gen WAN Devices, die Sites, die verbinden sich mit Tina zu dem Virtual WAN. Und können dann über das globale Netzwerk von Microsoft Verbindungen aufbauen. Das heißt, wir nutzen quasi das globale Microsoft-Netzwerk als unser WAN. Wir machen die Cloud zu unserem WAN, zu unserer WAN-Umgebung. Mal ein bisschen mehr im Detail. Wie schauen denn die ganzen Virtual WAN Hubs aus? Wir haben jetzt hier ein Azure Virtual WAN. Hier drin haben wir einen Hub. Da verbunden haben wir ein IPsec Gateway für die Cloud Gen Firewall zum Beispiel. Oder andere Hersteller können ebenfalls in IPsec da reingehen. Aber wir haben Cloud Native dann das Cloud Gen WAN Gateway mit eingebunden. Das ist quasi das Barracuda Gateway in der Cloud. Sprich, wir sind jetzt wirklich komplett in der Cloud und wir können hier unser Protokoll fahren und unsere SD-WAN-Lösung anbinden. Gemanagt wird das Ganze über das Cloud Gen WAN Management Portal. Das ist kein Control Center. Wenn ich mir die Attendee-Liste anschaue, sehe ich auch einige Leute in der Attendee-Liste, die das Control Center nutzen. Das ist kein Control Center, auch kein Control Center Replacement.
Auch das ganze CloudGenVAN-Konstrukt ist kein CloudGenFirewall-Replacement. Das ist ein eigenständiges Produkt. Also das CloudGenVAN-Management-Portal, das werde ich gleich noch live zeigen bei einer Live-Demo. Und den Zero-Touch-Deployment-Service, den wir auch schon von der CloudGenFirewall kennen eigentlich. Wenn wir jetzt ein neues Site-Device haben, bekommt das das initiale Setup von dem Zero-Touch-Deployment-Service und kriegt die Information, hey, bitte verbinde dich doch bitte mit dem CloudGenVAN-Management-Portal. Und von dort bekommt es dann alle SD-WAN-Einstellungen sowie auch die Security-Policy-Konfiguration. Und die Information wird ebenfalls an das CloudGenVAN-Gateway in der Cloud geschickt, um damit dann einen SD-WAN-Tunnel aufbauen zu können oder mehrere Tunnel aufbauen zu können. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass Latenz äußerst, wichtig ist, eine niedrige Latenz zu haben, gerade für Office 365. Klar, wenn wir über Teams reden, ist das eigentlich selbstverständlich. Ja, so Voice over IP brauchen eine niedrige Latenz, sonst macht es keinen Spaß zu telefonieren. Aber auch Applikationen wie Word, Microsoft Word. Man kann ja mit Office 365 mit mehreren Leuten parallel an einer Word-Datei arbeiten. Über einen Webbrowser auch zum Beispiel. Das heißt, wir haben jetzt dann, 10 Leute, die parallel auf einer Word-Datei arbeiten. Alles schön und gut. Wenn User 1 was schreibt, mit einer guten Latenz, schön und gut. Der User 2 hat eine schlechte Latenz. Der sieht noch gar nicht, dass der User 1 was geschrieben hat. Also könnte es passieren, dass der User 2 den User 1 überschreibt. Ist erstmal kein Drama. Es sei denn, der User 1 ist der CEO der Company. Ein Mitarbeiter überschreibt seinen Chef einfach nicht. Kommt meistens nicht so gut an. Dafür haben wir halt ein SD-WAN Direct Breakout. In dem Fall für Office 365. Das heißt, wir erkennen Office 365 oder auch andere Applikationen wie Salesforce etc. und können dort definieren, dass bitte der Traffic nicht über die Cloud gehen soll, sondern direkt herausgeht. Das heißt, User von der Site gehen direkt übers Internet auf Office 365, auf den Point of Presence. Das gleiche mit Salesforce kann man so gestalten. Hat den Vorteil, man hält die Latenz niedrig. Wenn man das Ganze jetzt so machen würde, dass man von dem CloudGenVAN-Site-Device in die Cloud geht, von der Cloud raus, in die Public Cloud und dann auf Office, erzeugt das Latenz. Und zwar spürbar. Dann der Use Case, add SD-WAN to an existing infrastructure. Meistens ist es ja wirklich so, dass man eine Firewall schon hat. Gerade im Headquarter, es gibt sehr wenige Kunden und Firmen, die keine Firewall im Headquarter haben. Und eine Fritzbox ist keine Firewall. Aber was man da machen kann, man kann einfach die CloudGenVAN, die Site-Device nehmen und hinter, seitlich davon oder vor die bestehende Firewall aufbauen und route dann quasi allen Traffic, der in die Cloud gehen soll, über das CloudGenVAN-Device. Also, man muss jetzt keine Firewall ersetzen, um Gottes Willen, auch keine CloudGenFirewall. Also, man kann es wirklich parallel zu der existierenden Umgebung aufbauen. Aber, wenn man jetzt einen Branch Office hat, was limitierte Security-Ansprüche hat, kann man auch das CloudGenVAN-Device als Default Gateway nutzen und dort die Security-Features, die angeboten werden, nutzen, um diese Site sicher zu machen. Wir haben hier Access Control Lists, wir haben Antivirus, ATP, also Sandboxing, URL Filtering und IPS. Was hier noch wichtig zu wissen ist, dass all das built-in ist. Das ist keine extra Lizenz für irgendwas. Sobald man diese Energize Updates hat, also unsere Support Subscription, hat man alles dabei. Also, man muss hier keine extra Lizenzschlacht gestalten. Nur ganz kurz zurück hier. Und zwar, wenn ich jetzt hier eine Firewall habe, kann es auch sein, dass ich hier oder wird es so sein, dass hier viele Sicherheitssachen, die wir hier sehen, schon passieren. Dann kann ich definieren, dass hier auf dem CloudGenVAN-Device bitte keine Sicherheitssachen gestaltet werden, dass wir keine ACLs haben, keine AV, ATP, URL-Filtering. Wir können das CloudGenVAN-Device rein als Gateway in die Cloud nutzen. Die Komponenten, die wir hier haben. In Azure haben wir das CloudGenVAN-Gateway, das ist quasi die Barracuda im Virtual-WAN-Umfeld. Das Ganze gibt es nur virtual. Ja, es ist sehr schwierig, Hardware in die Cloud zu schmeißen. Die kommt meistens nicht an. Kriegt auch DHL nicht hin.
Wichtig hier ist, es ist immer pay-as-you-go. Das heißt, man kauft dieses Gateway oder man mietet dieses Gateway, subscribe dazu, bei Microsoft im Marketplace. Man bezieht das nicht bei Barracuda, sondern wirklich immer alles über den Marketplace. On-Prem sieht es anders aus. Wir haben hier die Site-Devices. Die gibt es entweder Hardware oder Virtual. Heißt dann KVM, VMware, Hyper-V. Und hier gibt es den Unterschied zwischen BYOL und Pay-as-you-go, / SaaS. BYOL heißt hier Bring Your Own License. Das heißt, man kann dann mit einem Barracuda-Partner oder Barracuda reden über gewisse Preisangebote. Man kann verhandeln. Das geht bei Pay-as-you-go nicht. Bei Pay-as-you-go zahlt man alles im Azure Marketplace. Und es ist schwierig, mit dem Marketplace zu verhandeln. Die Hardware übrigens muss immer bei einem Partner oder Barracuda bezogen werden, gekauft werden. Also gekauft immer über einen Partner. Und von da aus über einen Distributor. Björn, sind irgendwelche Fragen aufgekommen im QA? Nein, bisher ist nichts weiter. Außer deinen guten Morgen, Stefan, ist auch nichts im Chat. Okay, super. Also, wenn noch Fragen da sein sollten, einfach in den QA-Chat vom Zoom schreiben. Ansonsten würde ich mal mit einer spontanen Live-Demo anfangen. Und zwar, fürs Management hat man keinen ng-admin. Wo ist mein Browser hin? Da ist mein Browser hin. Und zwar hat man für das Management, für die Konfiguration, ein Webportal. Ich möchte mal parallel dazu ein Bild aufmachen, dass wir sehen, wo wir sind. Und zwar, wir sind jetzt bei dem CloudGen-Warn-Management-Portal, mit dem ich all das manage. Ich sehe jetzt hier lila Punkte und blaue Punkte. Lila Punkte sind die Gateways, die da. Und die blauen Punkte sind die Site-Devices. Also alles, was on-premise, entweder Virtual oder Hardware. All die Lokationen hier, also die blauen und die lila Punkte, werden über BGP gesteuert. Das heißt, die roten werden automatisch verteilt. Man muss hier kein kompliziertes Routing aufbauen. Sobald eine Site connected ist, lernt die Site alle Routen aus dem Netzwerk des Kunden natürlich nur. Gehen wir mal zuerst mal auf die Gateways ein. Die Gateways waren diese lila Punkte in der Cloud und hier habe ich einige Gateways schon konfiguriert in der Umgebung, in Australien, Österreich, Brasilien und so weiter. Und hier sehen wir eine Sache, die sehr interessant ist, das sind die Scale Units. Ich habe zu Anfang von Pay-as-you-go gesprochen und von Pay-as-you-go One. Also sein in Anführungszeichen MPLS-Replacement dynamisch gestalten. Und hier reden wir von Scale Units. Scale Units ist quasi die Bandbreite, die wir auf diesem Gateway zur Verfügung haben. Und das kann man später sogar ändern. Hier habe ich 20 Scale Units. Das heißt, ich habe im Backbone, in meinem Warn-Backbone jetzt 10 Gigabit Durchsatz pro Sekunde. In Australien, in Österreich 1 Gigabit und so weiter. Das heißt, ich kann hier ganz genau definieren, wie viel Bandbreite ich in meinem MPLS-Netzwerk, in einem MPLS-Replacement-Netzwerk haben möchte. Wenn ich ein neues Gateway haben möchte, weil ich irgendeine weitere Lokation aufbauen möchte, klicke ich auf Generate Token, kopiere mir diesen Token ins Clipboard und connecte mich dann zum Azure Marketplace. Das heißt, das hier, na, anmelden, bitte kein MFA, nein. Sehr gut. Also das hier ist der Teil, da, und das Management hier ist jetzt schon Azure. Also die Cloud. Und wir sehen hier den Marketplace. Ich kann mir jetzt quasi ein neues CloudGen-Warn-Gateway konfigurieren. Dafür klicke ich auf Create. Ich wähle jetzt meine Ressourcengruppe aus. Ich habe es hier irgendwo schon definiert gehabt. Nehmen wir mal die PMV-Warn-Ressourcengruppe. Und da nehme ich jetzt West Central US. Und jetzt irgendeinen spannenden Namen. Ich bin jetzt sehr kreativ. Es gibt bestimmt einige Gateways, die auch so heißen. Aber da ich das nicht komplett deployen möchte, weil das kostet dann direkt Geld, und mein Chef mag das nicht so gerne, wenn ich hier Geld ausgebe, reicht dann ASDF. Hier wähle ich mein Virtual WAN aus, mein Virtual WAN Hub. Und zwar wähle ich jetzt mal hier FPU, da haben wir es noch, das Hub aus. Ganz kurz zurück. Also, dieses Hub
und kann jetzt hier meine NVA, meine Network Virtual Appliance Scale Unit definieren. Ich kann jetzt sagen, hey, ich möchte für dieses Gateway die Bandbreite von 2 bis 40 Gigabit zur Verfügung haben. Das kann nachher wieder geändert werden. Zwei Scale Units heißt aber auch in dem Fall, wir haben zwei virtuelle Gateways im Hintergrund für Hochverfügbarkeit. Diese beiden virtuellen Gateways in der Cloud sind auch in verschiedenen Verfügbarkeitsgruppen, Availability Groups. Das heißt, wenn eine Gruppe mal ausfallen sollte, eine Region ausfallen sollte, wird automatisch die zweite Region genommen, um auch gewisse SLAs definieren zu können. Ich sage jetzt hier, ich möchte bitte 5 Gigabit haben, kopiere mir Token rein, Review and Create. Und wenn ich jetzt gleich das Go bekomme, setze ich hier den Haken und könnte auf Create klicken. Damit würde dann quasi ein neues Gateway in der Cloud aufgebaut werden. Sind irgendwelche Fragen da, Björn? Nein, weiterhin nicht. Eieiei. Das ist das Schlimme bei der Präsentation, auch gerade bei dem Portal. Viele Sachen sind einfach sehr, sehr selbsterklärend. Also. Aber ganz kurz mal, vielleicht vom Verständnis her. Das heißt, dass wenn du das in Azure deployst mit dem Token, das taucht dann in dem Portal bei uns entsprechend auf, automatisch. Ganz genau. Das würde dann hier als jeder Punkt auftauchen. Genau, und wäre dann automatisch auch in der Verwaltung drin. Das heißt, ich habe nur einmal diesen Prozess sozusagen, den ich durchlaufen muss. Korrekt. Okay. Gute Frage, danke. So, also wir haben jetzt die lila Punkte besprochen, jetzt kurz zu den blauen Punkten, den Sites. Wir haben hier einige Sites schon konfiguriert, so Alpharetta, Enabler, Basingstok, schieß mich tot. Und zwar gehen wir mal auf Alpharetta. Wir zeigen uns mal die Konfiguration an. Wir sehen hier erstmal, das Modell ist eine VT3000, das ist eine Virtual Appliance. Und wir sehen hier die Interfaces, IT, Engineering, Comcast, CenturyLink und so weiter. Aber mal kurz ins Detail reinspringen. In Settings habe ich erstmal die Basic-Information, Alpharetta, und verbindet sich zum Gateway in United States. In WAN wird es spannender. Und zwar haben wir hier 4 Provider, Comcast, CenturyLink, AT&T und T-Mobile. Die sind an gewissen Ports, P2, P3, P4, und das ist ein LTE-Modem. Aber spannend ist hier das Provider-Panning. Comcast und CenturyLink sind in der Gruppe 1, das heißt, die machen automatisch Link-Balancing. Alle ISPs in der gleichen Gruppe machen Link-Balancing. Wenn ich jetzt einen neuen ISP hinzufüge, zum Beispiel mal Vodafone, und hier dynamisch definiere, ich kann sie auch statisch machen, oder LTE, und gebe jetzt den Port 8 an und die sollen ebenfalls in der Gruppe 1 sein, dann würde auch dann zwischen Comcast, CenturyLink und Vodafone Link Balancing betrieben werden. Dann LAN. LAN ist denkbar einfach. Wir haben Interfaces mit IP-Adressen, Netzmasken und hier drin können wir, wenn wir wollen, auch noch einen DHCP-Server definieren. Das heißt, ich habe jetzt hier die IP-Adresse und das Mesh von der 10 bis zur 20 ein DHCP-Range haben für die Clients hinter diesem Device. Kann eine DHCP-Domäne definieren. Okay, damit habe ich jetzt ein DHCP-Range konfiguriert. Die ganzen Netzwerke, auch die statischen Routen hier unten, werden automatisch per BGP deployed. Das heißt, sobald ich hier ein Netzwerk anlege, einen neuen Port mit einem neuen Netzwerk, ist das Ganze im BGP-Netzwerk vorhanden. Das heißt, alle Devices in der Umgebung, also lila Punkte, blaue Punkte, bekommen die Routen per BGP deployed. Auch die statischen Routen hier unten. Wenn ich jetzt einen Router noch hinter meinem Side-Device habe und gewisse Netzwerke dahin routen muss oder möchte, dann gebe ich die statische Route hier an, aber die ist dann auch Teil des BGP-Netzwerks. Ganz spannend ist Advanced Settings, Root-Passwort, Update Window Time Zone, ist relevant, wenn wir später über die Settings reden. DNS-Server, hier, wie erwähnt, wenn ich die Box parallel zu der bestehenden Firewall nutzen möchte, kann ich die Security deaktivieren
und die Log Analytics, das heißt die Log Features in der Microsoft Cloud, disable. Das heißt, wir reporten auch zu dem Microsoft Log Analytics Server. Ist hier irgendwas in QA aufpoppen? Nein. Kann, ja doch, kann der jetzt wieder auch Option... Jetzt eben, ja. Ja, genau. Das wird kommen. Im September kriegen wir einen sehr, sehr, sehr granularen DHCP-Server. Also in der Umgebung noch nicht, aber im September gibt es ein Update und da kommt dann auch genau diese IP-Telefonie-Features mit rein. Aber sehr, sehr gute Frage, danke. So, also, das war blaue Punkte, lila Punkte. Jetzt wird es spannend. SD-WAN. Wir kennen alle noch SD-WAN und wie schwierig es sein kann, die ganze Konfiguration. Es klappt mal nicht, mal klappt das. Ja, eigentlich mit der Cloud Firewall klappt es immer, wenn man weiß, wie. Die SD-WAN-Policies sind hier sehr, sehr, sehr granular, sehr einfach gestaltet. Und zwar basierend auf Kategorien. Wir haben hier Kategorien, Office 365, SaaS, Remote Access und so weiter. Und jetzt können wir eine Applikation suchen, zum Beispiel RDP. Die RDP-App ist in der Gruppe Kategorie Remote Access. Hier definieren wir Quality of Service. Wir können quasi definieren. Also Real-Time, High, Medium, Low. Wir können definieren, hey, die Priorität soll niedrig sein, was bei Remote Access meistens keinen Sinn macht. Ein RDP mit einer niedrigen Quality of Service Gestaltung definiert wird, macht RDP keinen Spaß. Auch hier haben wir eine Action. Low Latency, Best Bandwidth. Hier habe ich mal eine Frage an Sie. Das heißt, meine Queue aus dem A. Und zwar, wenn wir jetzt Office 365 haben, Best Latency oder Best Bandwidth? Was würden Sie sagen? Also, um es einfach zu machen, Office 365 hat zum Beispiel Teams, also Voice over IP, da brauchen wir eine gute Latenz. Oder beste Bandbreite für OneDrive. OneDrive, von ist einfach Latenz egal. OneDrive braucht Bandbreite, um Dateien in die Cloud laden zu können oder herunterladen zu können. Dafür haben wir jetzt die Option Optimize, wie wir hier bei Office 365 schon sehen. Optimize haben wir zusammen mit Microsoft entwickelt. Und zwar erkennen wir, welche Applikation gerade genutzt wird. Auf Basis von Deep Packet Inspection, also wir schauen in die Pakete rein, und DNS-Informationen, die wir von Microsoft bekommen. Also dieses Optimize ist zusammen mit Microsoft entwickelt worden. Das gleiche machen wir für Salesforce. Also wir können auch Salesforce optimieren zum Beispiel. Also das heißt Optimize, Best Bandwidth, Best Latency. Als Erweiterung haben wir noch Pin-to-Group 1 und Group 2. Das heißt, wir binden diese Applikationen an gewisse ISPs ein, die wir bei der Site konfiguriert hatten. Wir hatten da Comcast und CenturyLink, die in der Gruppe 1 waren und den Vodafone, den ich hinzugefügt habe. Und da können wir sagen, dass alle Traffic von Office 365 immer über die Gruppe 1 gehen soll. Wenn die Gruppe 1 nicht verfügbar sein sollte, wird es über Fallback gehen. Wenn Fallback nicht erlaubt ist, wird der Traffic geblockt. Wir könnten aber auch definieren, dass es Prefer Gruppe 1 geht. Das heißt, erstmal Gruppe 1, dann Gruppe 2 und dann als Fallback. Wenn man das Ganze ein bisschen mehr granular haben möchte, geht man auf explizite Policies. Ich habe hier eine explizite Policy, POS, Point of Sales. Gehen wir kurz rein. Hier haben wir Applikationen Citrix und Aika aus einem Source-Netzwerk. Das heißt, quasi nur die Site mit diesem Netzwerk wird diese Policy nutzen. Und hier ist spannend, der Traffic-Typ VPN, Direct oder Auto. Das unterscheidet uns von anderen Lösungen in die Richtung. Wir können hier definieren, ob das ein Direct Breakout sein soll, das heißt nicht über den Tunnel geht, oder ob es unbedingt über den Tunnel geht. VPN heißt, es geht immer in den Tunnel rein. Direct heißt, es geht gar nicht in den Tunnel rein. Auto heißt, basierend auf den BGP-Informationen geht es in den Tunnel rein. Auch hier wieder Quality of Service, Real-Time, High, Medium, Low. Action, Pin-to-Group 1, 2, 3, nein, 1 und 2, mehr gibt es nicht. Und Fallback, ja, nein. Wenn man jetzt noch spezielle Apps hat, weil wir haben hier nicht alle Apps drin, kann man noch Custom-Apps definieren. Und zwar basierend auf entweder Netzwerkapplikationen oder Web-Applikationen. Schauen wir uns doch mal das Intranet hier an. Intranet ist eine Netzwerkapplikation. TCP,
als Protokoll oder UDP oder ANY. ANY heißt TCP und UDP. Destination ist intranet.company.com. Das könnte wiederum auch eine IP-Adresse sein. Und hier kann man dann Ports definieren. Einfach einen Port oder eine Port-Range. Was hier jetzt interessant ist, ist, wir kategorisieren das dann. Das heißt, unsere eigene Applikation schicken wir in eine Kategorie, in dem Fall Web-Traffic. Oder wir sagen, das ist Network Bulk. Das heißt, sobald die Applikation angelegt ist und die Kategorie definiert ist, rutscht dann diese Applikation in die Kategorisierung. Network Bulk. Das heißt, diese Applikation würde dann eine niedrige Priorität haben und als Action eine Best Bandwidth und wird niemals das Fallback-Device nutzen können. Last but not least, Security. Security ist denkbar einfach. Wir haben ACLs. Das heißt, wir können hier basierend auf der Source-IP und der Applikation definieren, ob es erlaubt sein soll oder geblockt werden soll. Das ist recht trivial. Viel mehr Features haben wir nicht, was ACLs angeht. Wobei man bedenken muss, dass die Applikationen selber Destinations haben. Das heißt, die Applikation hat als Ziel ein Port und eine IP-Adresse. Damit können wir Source, Application und Destination definieren. URL-Filtering. Denkbar einfach. Wir haben hier unsere URL-Filtering-Policy. Ich füge meine neue Regel hinzu. Sage, es soll bitte was geblockt werden, und zwar Hacking, Malicious Sites, Phishing, Fraud, Proxies, Gambling und so weiter. Und damit kann man quasi seine URL-Policies gestalten. Entweder auf Basis von Kategorien oder, wenn man möchte, auf Domain-Basis. Malware Protection. Virus Scanning, ja, nein. Sandboxing, also ATP, ja, nein. Hier kann man noch definieren, dass gewisse Sachen nicht gescannt werden sollen. Also ATP und Virus Scanning auf dem Google DNS-Server macht einfach keinen Sinn. Das gleiche mit ATP, wo wir hier noch definieren können, dass gewisse Filetypen und Filenamen nicht gescannt werden sollen. SSL Inspection. Ja, nein. Man kann das Zertifikat hier runterladen. Man kann auch im nächsten Release auf jeden Fall seine eigenen Zertifikate hochladen. Man kann hier definieren, welche Kategorien nicht aufgebrochen werden sollen, von welchen Quellen. Zum Beispiel Gesundheitsinformationen dürfen nicht aufgebrochen werden und Banking-Informationen sind auch sehr relevant, dass man die nicht aufbricht. Last but not least, IPS. Enforce, Report, Disable. Natürlich auch Scan HTTPS-Traffic, weil die meisten Sachen heutzutage sind einfach verschlüsselt. Dafür muss man wiederum auch SSL Inspection einschalten. Auch hier haben wir wieder eine Never-Scan-List auf Basis von Source-Adressen, Netzwerken, DNS-Namen und, wenn es ganz granular sein soll, kann man explizite IPS-Policies gestalten. Man kann sagen, ich möchte jetzt hier meine CVE 2003-0245 von einer gewissen Source, einer Port-Range, einer Destination einfach Drop, Lot oder nichts machen. Die Informationen, die wir hier konfigurieren, ACLs, URL-Filtering und so weiter, gelten für alle Site-Devices. Hier gibt es keine Unterscheidung. Obwohl auch im nächsten Release die Möglichkeit sein wird, ACLs auf gewisse Sites zu binden. Das heißt, man hat hier ein weiteres Feld, dass eine ACL nur auf einer gewissen Site gültig ist. Audit Log. Ich nenne es ganz gerne RCS Lite. Also wir loggen alles mit, was die Administratoren machen. Und können diese Informationen weiterleiten an gewisse E-Mail-Adressen. Settings ist interessant, vor allem die Namensgebung. Update Windows heißt im Endeffekt nur, dass wir gewisse Fenster haben, wo wir Updates fahren. Sprich, die Updates werden von uns gemacht, von uns oder von Microsoft. Deshalb ist es auch sehr wichtig, bei den Sites die Update-Timezone anzustellen. Das heißt, die Updates werden in diesen Zeiten von Barracuda oder Microsoft durchgezogen. Firmware-Updates sowie auch Hotfix und Security-Hotfixes. Also dort muss man als Kunde gar nicht mehr agieren, das passiert automatisch. Für das Szenario ist auch eine HA-Lösung durchaus interessant. Bei HA läuft das dann so ab, dass man die primäre Box zuerst updatet und erst wenn die primäre Box wieder
normal da ist, wird die sekundäre Box geupdatet, um einfach die Verfügbarkeit zu ermöglichen. VM Activation, ich denke, dieses Fenster in einer ähnlichen Form kennen wir alle schon, wenn wir Barracuda nutzen. Also First Name, Last Name und so weiter, um diese ganze Lokation, ganze Appliance-Security-Lösung zu aktivieren. Und Notifications, das heißt, wenn irgendwas passiert, zum Beispiel Reset Policy Category, dann kann diese Cloud Site Device kann dann E-Mails an Administratoren schicken, zum Beispiel admin@barracuda.com. So, was wir jetzt gemacht haben, ist fast alles, außer mal eine neue Site angelegt. Eine neue Site ist auch denkbar einfach. Und hier kommen wir dann zum nächsten Punkt. Ich lege eine neue Testsite an. Ich will mein Gateway aus. Also blauer Punkt, lila Punkt. Sagt man hier Australien. Ein sehr sicheres Passwort. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt auf dem Bild. Zero Touch Deployment Service. Das heißt, hier sehen wir jetzt alle Systeme, Site-Devices, welche schon gekauft worden sind, aber noch nicht konfiguriert worden sind. Das kann ich hier definieren, dass ich bitte die Site, die ich in Österreich für Österreich gekauft habe, konfigurieren möchte. Wenn ich das Ganze hochverfügbar haben möchte, wähle ich zwei Devices aus. Es macht keinen Sinn, Österreich und United States HA zu haben, aber nur zur Info, wenn jetzt zwei Devices in Österreich wären, in der gleichen Lokation, wählt man beide Devices aus und macht dann weiter mit den WAN, LAN, Advanced Settings-Einstellungen, wie wir es schon in Alpharetta gesehen haben. Das war jetzt eine komplette Produktpräsentation. Quick and dirty. Es ist Zeit für Fragen. Sehr gut. Ich glaube, das war ziemlich erklärend. Danke sehr. Danke sehr. Und ich hoffe, es war nicht viel zu schnell. Nee. Also fand ich nicht. So. Also bisher ist nichts weiter aufgetaucht. Nur die eine, als wir gerade drüber sprachen. Bisher alles ruhig. Ein bisschen PowerPoint. Also. Vielleicht einmal, wenn jetzt keiner eine Frage hat, vielleicht kann ich einfach mal was einstreuen, was sonst vielleicht nochmal so gefragt wird. Ich kann mit den Devices zum Beispiel untereinander keine VPNs aufbauen. Also es ersetzt nicht eine CloudGen Firewall, um halt Standorte zu vernetzen, richtig? Ja und nein. Also Branch-to-Branch ist möglich. Ich höre mich gerade, warum die Slide nicht drin war. Aber Branch-to-Branch ist möglich, aber es geht immer über die Cloud. Das heißt, klar, okay. Also geroutet wird durch die Cloud, also von Branch 1 wird über die Cloud zu Branch 2 geroutet. Das ist möglich. Okay, dafür brauchen wir auch die ganzen... Ja. Kann man dies demomäßig testen? Natürlich, ein POC ist immer möglich. Da wäre der Björn der Ansprechpartner für. Und hallo, ist Barracuda WAV möglich? Was meinen Sie mit WAV? Waff. Die WAV. Achso. Ja, die WAV ist halt ein anderes Produkt dafür. Ja, ja, also die WAV haben wir in der Cloud, auch in Azure, aber jetzt nicht selbst in dem Produkt. Das Produkt ist ein reines Konnektivitätsprodukt. Genau, danke. Wenn noch weitere Fragen da sein sollten, Informationen gibt es auf debarracuda.com/cloudgen1. Für Sales-Fragen, dachsales@barracuda.com. Für Technik-Fragen, steht nicht drauf, aber cloudgen1@barracuda.com. Da kommt ihr zu den Consulting-Engineers von Barracuda in Bezug auf CloudGen Bahn. Und am 21. August, das wäre dann quasi in 9 Tagen, gibt es ein weiteres Webinar. Freitag, genau. Ja, genau. Gut. Sonst alles ruhig. Ei.
Ja, sprachlos. Ja, das Produkt ist wirklich recht selbsterklärend. Ja, also genau. wenn man so sieht, ich meine, wir haben andere Produkte im Portfolio, gerade die Cloud Gen Firewall. Grandioses Produkt. Ich arbeite damit seit mehr als 11 Jahren mittlerweile. Aber man muss bei Leuten mehr erklären. Aber das ist ein straightforward Produkt. Ich möchte in die Cloud, ich möchte MPLS replacen. Das geht genau damit. Genau, ja. Felix, vielen Dank, würde ich sagen. Nicht zu danken. Es war mir ein Fest. Vielen Dank für die Teilnahme. Bis dahin. Einen schönen Tag noch. Ciao.